Wie ich auf jeden Fall gemerkt habe, und ich habe dazu auch gerade noch ein Video gesehen, und das hat sehr mit mir resoniert, dass man etwas verändern muss oder sogar woanders hinziehen muss oder generell, ich habe jetzt die ganz starken Gefühle, wirklich, ich muss aufpassen, was ich sage, weil andere Leute gucken mir zu wahrscheinlich, aber ich gebe einen Fick. Ich fick auf meine Hater. Ich fick auf alle Menschen, die hinter meinem Rücken reden. Ich gehe meinen Weg. Das Land zu verlassen. Ganz anderes Land. Und adios. Deswegen in diesem Sinne, grinde hart für deinen Traum. Wenn du die Gefühle hast, genau das wollte ich sagen. Wenn du die Gefühle hast, dass dich Leute beobachten, dass dich Leute irgendwie eifersüchtig machen, dass dich Leute ausnutzen, dass dich Leute. Ich habe jetzt nur, weil ich ein Kerl bin, Frauen im Sinne. Die dann kommen und wollen dich stressen. Oder auch Freunde, falsche Freunde. Oder in der Familie. Was auch immer. Du hast zu viel Druck auf dir. Du hast das Gefühl, dass die ganze Last des Universums auf dir drauf ist. Oder zumindest überall, wohin du gehst, will irgendjemand dir irgendwas sagen. Ein guter Weg ist es, erstmal für dich selbst einstehen. Dass du den Respekt, weil das muss sein, manchmal, auch wenn du nicht willst, auch wenn du nicht kämpfen willst, ich bin jemand. Ich mache zwar Kampfsport, aber ich hasse Konflikte. Ich hasse es, mich verteidigen zu müssen wegen irgendwas. Ich hasse es, mich zu erklären. Ich hasse es, zu reden. Generell, ich denke lieber. Und lass andere dann den Stress lösen, so das ist mir zu blöd. Aber manchmal ist es wichtig, für sich selbst einzustehen. Oder eigentlich immer. Gerade in Gelegenheiten, in denen du es musst. Deswegen, und wenn du das Gefühl hast, dass Leute kommen und wollen Stress machen, die wollen dich stressen, irgendwann ignorieren bringt nichts mehr. Irgendwann musst du für dich selbst einstehen. Du kannst eine lange Zeit ignorieren, irgendwann musst du etwas verändern vom ganzen Schema, wie du das Ganze angehst. Deswegen, und in diesem Sinne, steh für dich selbst ein, auch wenn es schwer ist. Und wenn du den Traum hast, wo ganz anders zu sein, wo ganz anders zu leben, dann jag diesen Traum und lass dir von keinem etwas sagen. Und du darfst gerne ignorieren, was diese Menschen sagen. Du darfst aber nicht ignorieren, wie diese Menschen dich fühlen lassen, ob diese Menschen dich negativ oder positiv stimmen. Darauf musst du immer achten. Und wenn in deiner Umgebung dich jeder abfuckt, du machst dein Ding, du bist an deinem Grind, du willst gar nicht reden, du machst deine Scheiß. Und jeder will dich abfacken, jeder will deine Aufmerksamkeit, jeder will irgendwas von dir. Dann weißt du, du musst etwas verändern. Für mich war es dieser Weg. Für dich wähl dein Peace.